Es ist zu befürchten, dass nach diesen Wahlen Erdogan die Türkei endgültig in eine Alleinherrschaft ohne freie Presse und unabhängige Gerichte verwandeln wird. Er hat jetzt das bekommen, was er wollte. Er hat die absolute Mehrheit, die zwar knapper geworden ist. Auch die Opposition ist stärker geworden. Das scheint mir positiv zu sein. Aber auch rechts von ihm gibt es noch Kräfte, die noch autoritärer sind und ihn unterstützen. Also ich glaube, für die Demokratie und für die Zukunft der Türkei ist dieses Wahlergebnis eine schlechte Nachricht. Ich freue mich sehr, dass die HDP reingekommen ist, unsere Partnerorganisation, obwohl es doch viele Berichte gab von Wahlmanipulationen. Die Menschen, die dort waren, auch von uns zur Wahlbeobachtung, durften nicht in die Wahllokale gehen. Menschen mussten zum Teil Kilometer laufen, um Wahllokale zu erreichen. Es sind Stimmzettel gefunden worden und vieles andere. All das deutet darauf hin, dass es bei dieser Wahl nicht überall mit rechten Mitteln zugegangen ist, sondern dass doch manipuliert wurde. Dass trotzdem die HDP den Einzug geschafft hat, kann ich ihr auf diesem Wege nur gratulieren. Es ist beschämend, dass der Spitzenkandidat Demirtas im Gefängnis sitzt und keine Aussicht hat, in den nächsten Jahren der Erdogan-Herrschaft freigelassen zu werden. Und in diesem Zusammenhang ist es immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass man die Menschen, die ins Gefängnis geworfen werden, weil sie demokratische Rechte wahrnehmen, weil sie Kritik üben, weil sie zur Opposition gehören, dass man die nicht vergessen darf.